Wer wird eigentlich reich durch KI? Knapp 2 Jahre nach der Vorstellung von ChatGPT und nach unzähligen YouTube-Tutorials, Online-Kursen, Coachings und was es da nicht alles gibt, stellt sich mir die Frage, wer ist eigentlich wirklich durch KI reich geworden? Ja, es gibt tatsächlich viele Kollegen hier bei YouTube, die einem das Blaue vom Himmel versprochen haben, diverse Tutorials und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum unfassbaren Reichtum gezeigt haben, mithilfe von Tools wie ChatGPT und allen anderen Artverwandten. Tatsächlich gibt es meiner Meinung nach nur 4 bis 5 Gruppen, die wirklich durch KI Geld verdient haben und eigentlich nur 4, die dadurch wirklich reich geworden sind. In diesem Video dreht sich genau darum, ich stelle dir diese 4 Gruppen vor. Viel Spaß dabei! Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange drum herum, sondern starten mal direkt mit der ersten Gruppe, die wirklich Geld mit KI verdient haben. Und das sind Menschen, die solche Tools und Programme wie ChatGPT herstellen und daran tüfteln. Das teilt sich jetzt ein bisschen auf in 2 Untergruppen. Zum einen natürlich die Gründer, die Idee, die Vision hatten und letzten Endes dann auch Unternehmen in diesem Bereich gestartet haben. Klar, dass die Geld verdient haben, denn die verkaufen Firmenanteile an andere Menschen, die darin Perspektive sehen, werden dadurch im Privaten in der Regel reich, wenn dann ihr Unternehmen erfolgreich wird, nochmal umso mehr. Aber es gibt auch noch eine weitere Untergruppe in dieser Kategorie und das sind tatsächlich Softwareentwickler, die in diesem Bereich wirklich gut sind. Teilweise überschneidet sich das, auch das sind teilweise die Gründer solcher Unternehmen, aber es gibt auch bei mittleren und großen Unternehmen Menschen, die sich unfassbar gut dafür bezahlen lassen, solche Software zu entwickeln, die wir tatsächlich tagtäglich verwenden. Ein Entwickler bei OpenAI zum Beispiel wird hervorragend verdienen, aber auch bei den ganzen Mitbewerbern und Marktbegleitern wird ordentlich gezahlt, wenn man es im Bereich künstliche Intelligenz richtig drauf hat. Aber auch natürlich die Implementierung von AI-Tools, das kostet auch mittlerweile ordentlich Geld und wer hier Profi ist, kann einen ordentlichen Stundensatz aufrufen. Die zweite Gruppe ist so ein bisschen verwandt mit der ersten, das sind Menschen, die rechtzeitig in relevante Unternehmen investiert haben. Keine Sorge, es wird jetzt hier kein Aktienkanal, wo es um Investitionen geht, aber es sind natürlich Menschen, die rechtzeitig in Nvidia eingestiegen sind oder die Microsoft-Aktie hat auch durch die entsprechenden Entwicklungen ordentlich Performance hingelegt und dadurch sind einige Menschen ziemlich reich geworden. Natürlich große Anteilseigner wie Bill Gates bzw. seine verschiedenen Vehikel haben in diesem Bereich mit am meisten abgesahnt, aber auch viele andere Profiteure gab es in diesem Bereich, wenn man einfach von den richtigen Unternehmen Anteile besessen hat. Kommen wir zur dritten Kategorie und das sind Unternehmen, die entweder Software oder Hardware bereitstellen oder auch so eine Mischung aus beidem. Und hier denke ich zum Beispiel auf der einen Seite an die sogenannten Hyperscaler, also Unternehmen, die wirklich im großen Maßstab Rechenleistung zur Verfügung stellen. Das ist natürlich allen voran Amazon mit AWS, Amazon Web Services, eine der größten Abteilungen von Amazon, die wirklich das Geld in die Kasse spülen, aber auch Google, Microsoft, das sind Unternehmen, die massiv profitiert haben, aber auch natürlich Nvidia war in den letzten Jahren bzw. letzten Monaten in aller Munde, zumindest in aller Tech-Munde. Alle, die sich für Finanzen und Technologie interessiert haben, haben gemerkt, dass Nvidia hier einfach durch die Herstellung der passenden Chips, die wirklich auf diese KI-Anwendungen spezialisiert sind und darin wirklich gut sind, da sind sie Marktführer und haben wirklich ordentlich Geld verdient. Das wird sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich so fortsetzen. Natürlich können hier und da noch andere Anbieter mitbuhlen um diesen Status und versuchen hier mitzuziehen. Aber wer jetzt gerade Platzhirsch ist in so einer Boomzeit und die Schaufeln während des Goldrauschs verkauft, verdient einfach ordentlich Geld. Also Unternehmen in dem Bereich sind definitiv die großen Profiteure vom KI-Hype, meiner Meinung nach. Dann gibt es noch eine vierte Gruppe, die ich persönlich für sehr schön halte und wo ich auch mich wirklich drüber freue. Und das sind Unternehmen, die KI in ihrem Arbeitsalltag einsetzen, um Prozesse zu automatisieren, mehr Effizienz reinzubekommen und dadurch Kosten zu sparen bzw. auch Abläufe zu beschleunigen oder die Endresultate zu verbessern. Das Schöne daran ist, das können auch kleine oder mittelständische Unternehmen sein. Das sind jetzt nicht nur die großen, üblichen, die hier die Nase vorn haben, sondern auch kleine Unternehmen können wirklich sinnvolle Prozesse oder Teilschritte durch KI unterstützen und teilweise auch komplett ausführen lassen und dadurch bares Geld sparen. Der ein oder andere Kleinbetrieb ist hier vielleicht sogar im Vorteil, weil das ein bisschen schneller geht als bei einem Großkonzern. Auf der einen Seite natürlich sehr einfache Arbeitsschritte einfach gar nicht an den Menschen abgeben und dadurch nur die Softwareleistung bezahlen bzw. die Rechenleistung. Aber auch in einem anderen Bereich kann man zum Beispiel Fachkräfte wie mit Superkräften aufladen und dadurch einfach deutlich effizienter mit diesen gut ausgebildeten Menschen arbeiten, denen das Arbeiten leichter machen oder einfach die Resultate, die pro geleistete Arbeitsstunde kommen, deutlich mehr verbessern. Und das finde ich persönlich eine sehr schöne Chance, weil es hier wirklich wieder so eine Art Kräfteausgleich gibt, sozusagen, wo vorher einfach Großunternehmen durch viel mehr Kapital einen Vorsprung hatten, haben jetzt wieder kleinere Unternehmen die Chance, durch diese Wendigkeit, durch diese Agilität und Möglichkeit, hier einfach schnell voranzukommen und vorne mit dabei zu sein, gibt es wieder ein Stück weit einen Ausgleich. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Jetzt gibt es noch den einen oder anderen Snake-Oil-Verkäufer, der sich hier ein bisschen Geld dazu verdient hat, beziehungsweise Geld dazu bekommen hat. Verdient haben sie es in der Regel nicht. Rudi Lamborghini, 200.000 Euro
in 6 Monaten. Also Leute, die wirklich einfach anderen Leuten das Blaue vom Himmel erzählt haben, große Träume versprechen und was nicht alles mit KI möglich ist, wie viel $1000 pro Tag ganz automatisiert im Schlaf gedruckt werden kann. Und da gibt es natürlich das große Geheimnis, was hier verkauft wird in Kursen. Das würde ich mal als 5. Kategorie in Klammern sehen, denn wirklich reich geworden sind diese Leute meistens nicht. Häufig bleibt das Geld auch nicht sehr lange in den Taschen solcher Leute. Ich wünsche es Ihnen auf jeden Fall. Aber das ist jetzt meine Kurzanalyse zu diesem Thema. Falls ich irgendwen oder irgendeine Gruppe übersehen habe, schreibt mir gerne in die Kommentare hier unten drunter. Ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video hier gefallen hat. Gib uns gerne einen Daumen hoch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir allzeit viele Klicks, gute Rechenleistung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.